Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play American Truck Simulator. Und wir sind heute mal in einer anderen Datei und zwar habe ich heute eine kleine Mod für vorbereitet. Und zwar den Freightliner Argosy. Kommt hier bei ihrem lieben Händler finden. Und fahren wir nach Elko. Und das war der falsche. Habe ich gerade mit dem falschen anmoderiert? Nein, da ist er, genau. Da ist er. Der kommt woanders. Der kommt auch noch dran. Ganz anders. Aber jetzt kommt erstmal der Freightliner Argosy. Ein verflixt cooler Truck. Und gibt leider nur das eine Fahrerhaus und das eine Fahrwerk. Aber dafür eine neue Auswahl an sehr vielen Motoren. Neue Auswahl an sehr vielen Motoren? Das ist so egal. Wir nehmen natürlich das Beste. Sagen wir Cut oder Cummins. Nehmen wir mal Cut. Caterpillar. Dann 18 Gänge innen drin, braucht er mal ein bisschen zum Laden, aber das hat er schon. Haben wir erstmal das normale, das wirklich sehr cool aussieht, jetzt zeige ich aber draußen noch was anderes. Oder das Custom. Mit so einem anderen Lenker, aber ich glaube, wir nehmen lieber das hier. Das gefällt mir besser. Dann Farben, haben wir leider keine Metallic-Farben und auch keine irgendwelche Paint-Jobs, sondern nur dieses hier. Und das Standard Argosy. Aber ich denke, wir werden mal eine benutzerdefinierte Farbe nehmen. Ich brauche so ein dunkles Rot. Ja, das geht nur gut. Dunkles Rot. Das nehmen wir mal. So, Anbauteile. Haben wir eine ganz schöne Auswahl. Frontbumper. Haben wir zum Beispiel den gefärbten. Den XXL Chrome Frontbumper. Und den hier. Ich denke, was so schlecht aussieht. Ich glaube, nehmen wir mal. Was können wir hier machen? Genau, hier können wir jetzt, was auch ziemlich cool ist. Hier ist noch mit der Mod dabei. So ein White Load oder so ein Oversize oder... das sind... Ja. Schmutzfänger gibt es auch. Nehmen wir mal White Load. Und dann haben wir hier so... Schmutzfänger. Und zwar von Caterpillar. Weil wir haben einen Cut-Motor drin. Das passt dann ganz gut. Dann können wir hier Add-ons, Chrome 1, Chrome Cat, Road Train, The Short. Nehmen wir den Chrome Short, der passt eigentlich ganz gut dazu. So, das können wir hier anbringen. Ach genau, das ist von einer anderen Mod, die ich vielleicht auch noch vorstellen werde. Also leider gibt es auch keine Zusatzschamhilfe, was ein bisschen schade ist, aber es kommt vielleicht noch. Dann haben wir so Chrome Deflectors, so Leitbleche, nur so einfach mal Leitbleche. Was können wir hier machen? Stone Guard. Chrom und Plastik, nehmen wir mal die Plastikversion. Da können wir nichts machen. Hier komplett verchromt, dann machen wir den gleich auch Chrom. Dann die Spiegel machen wir auch verchromt. Außenspiegel. Türgriff machen wir auch verchromt. Was können wir hier machen? Ah, so Warnstreifen an der Seite. Ja, passt zu White Load. Das passt ganz gut dazu. Dann können wir hier den Tank ändern. Chrom. Oder so eckige. Was können wir nochmal? Tankseite. Nee, das machen wir nicht. Ich glaube, wir nehmen mal die eckigen. Die passen. Oder? Nehmen wir nochmal kurz die Alu-Tanks. Und noch vielleicht so eine komplette Seitenverkleidung anbringen. Das war es auf jeden Fall nicht. Ah, tatsächlich! Full Fenders, Triple Fenders Chrome, Full Fenders Chrome. Ah! Siehst du, das wollte ich doch haben. Geht doch. Aber natürlich komplett voll. Alles reinhauen, was das Zeug geht. So, Auspuff. Kann man, glaube ich, dann gleich finden. Nehmen wir mal so Chrome. Findet sich da irgendwas? Ah, das wird lieber dann verchromt. Auspuff haben wir einige. Einmal die Standard-Aluminium-Pipe da hinten. Das Ganze verchromt. Die Aluminium doppelt. Doppelchrom. Hui! Okay, mit Anbauteilen. Und mit fetten, Dings. Gott, wie heißen die denn? Keine Ahnung.
nennen wir sie mal Filter. Heißt bestimmt nicht so, aber egal, ist mir jetzt egal. Voll egal. Was können wir machen? Interior Light. Man kann das innen sehen. So. Nehmen wir einfach mit dazu. Kann nicht schaden. Ui. Können wir das anbringen? Ah, okay, können wir leider auch noch nicht. Okay, dann machen wir das weg. Weil ohne das sieht es dann ziemlich panne aus. Das wollen wir nicht machen. Aber ich glaube soweit. Ach, Felgen. Genau, Felgen fehlen noch. Wird auch ein paar neue mitgeliefert. Und zwar die Classic, glaube ich. Wenn die, nee, die werden gar nicht mit dem Film geliefert. Die werden mit einer anderen Mod. Dann haben wir hier einmal die Sprinter. Sprinter 2. Die Accurite OEM, die wir, glaube ich, jetzt gerade drauf haben. Ein Kenworth wollen wir nicht haben. Wir haben ja keinen Kenworth. Ah, nee, die haben wir gerade drauf. Okay. Ja, genau, der Rest ist einfach nur Kenworth. Aber wir nehmen mal die... Ich sehe schon ganz schick aus. Dann nehmen wir mal die hier. Was anderes da haben. Wir nehmen dann noch die anderen. Und dann nehmen wir dann auch die anderen Reifen. Haben einmal Contis. Standard wollen wir nicht haben. Bridgestone. Werden auch mit anderen Mod mitgeliefert, die ich dann auch noch vorstellen werde. Ist ja logisch. Goodyear, Michelin. Advanced Standard. Dann sind die Custom, Exklusiv und Goodyear. Wir nehmen mal die Goodyear, die sehen schön aus. Das sind so die irgendwie am besten texturierten. Gut hier, was kommt hier noch an? Was ist das? Ah! Na komm, warum nicht? Drauf mit. Genau, das ist wieder das hier. So, und dann... Wir sind schon mal fertig. Unser schöner Truck. Unser Freightliner Argosy mit Wide Load und... allem, was dazugehört. Den... bestätigen wir schon mal nur kurz im Warenkorb, was wir alles drin haben. Ja, schon ordentlich. Bestätigen. Kaufen. Vielen Dank für den Kauf. Da hängt die Maus. Da ist sie wieder. So. Ladevorgang. Ladevorgang. Gar keine Zwischensequenz diesmal. Okay. Er leckt gerade ein bisschen rum. Ob es auch draußen der laden kann. So. Oh mein Gott, was habe ich denn da drin gebaut? Oh, die sieht ja geil aus. Das ist überhaupt nicht übertriebene Frontstoßstange mit dem Bullenfinger. Oh. Ich bin gerade spontan verliebt. Das Licht geht auch. Das ist schön. Und jetzt sind wir hier innen drin, auch sehr schön gemacht. Licht natürlich innen drin auch voll funktionsfähig. Und jetzt ein wirklich richtig cooles Feature. Ich drehe die Kamera. Und wir gehen ins Schlafabteil. So. Wir sind mal da hinten drin mit einem Flatscreen, einer Adidas-Tasche und einem Subwoofer. Ja, geil. Ich glaube, jetzt... Ja, genau, das Licht geht auch. Auch sehr cool gemacht. Hier natürlich auch, darf nicht fehlen. Noch sehr schöne Texturen, finde ich. Aber fahren wir doch mal los. Da piepst du mir ins Ohr ran. Und... jetzt rein. Rein. Hat Custom Sound Dateien, was ich auch ziemlich cool finde. Hier eine eigene Hupe. Und dieser Stoßfinger, ne? Ja, ich würde sagen, dezent. Hält sich sehr zurück. Ist jetzt schon im 15. Gang, what the fuck? Retarder da auch. So muss man einen kleinen Auftrag. So. Braucht er wieder zum Laden? Er braucht...
Aber der macht das Spiel ziemlich langsam und es gibt keinen kleinen Auftrag. Können wir es woanders hinfahren? Wir wollen ja nur so einen kleinen Testauftrag haben. Ja? Hä? Jetzt wird runterfahren, warte mal. Frachtmarkt. Ah, jetzt geht's, genau. Las Vegas. Das ist der kleinste Auftrag. Na toll. Jetzt einen in Prim. Ja, muss man halt diesmal ohne Trailerfahrt auskommen. Aber fahren wir ein bisschen mit dem rum. Ich feiere ihn auf jeden Fall. Ich finde ihn richtig cool. Ist einfach einer der sehr hochqualitative Mod. Wie man auch, glaube ich, erkennen kann. Bis auf die fehlenden Fotos im Innenraum. Also beim Händler. Ist ja eigentlich sonst richtig cool. Das Licht ein bisschen. Die Kurve. Und jetzt zieht auch. Nur ein bisschen Gas. Und zieht auch ordentlich weg. Das ist. Naja. Wissen wir schon, wissen wir schon. Aber jetzt sieht echt. Setze ich mal ein. Aber schnell wieder nicht wegen. Ich finde nicht ganz gut ganz. So, dann. Unfall. Bam. So. Und mit diesem wunderschönen Unfall verabschiede ich mich in die nächste Folge. Und zwar wieder normal. Zu American Truck Simulator, auf das ich gefahren hat, und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer NSG, ciao.